Hallo und herzlich willkommen zu Pantoffelkino. Heute mit meiner Wenigkeit, der sich natürlich immer zuerst nennt, mit Henrike. Hey. Und mit Christian. Hallo. Und wir haben Neuheiten. Wir beginnen erstmal mit, ja, was ich, sagen wir mal, zumindest so vom Umfang her, also vom, die größte Neuheit ist, und zwar der neue Disney-Film Raya und der letzte Drache. Da schauen wir erstmal rein. Ich könnte das jetzt richtig leicht machen, einfach sagen, Raya und der letzte Drache ist der neue Disney-Film und dann ja, weiß eigentlich jeder schon Bescheid. Aber um euch eine kleine Story-Abhandlung dazulassen. Raya spielt in der fiktiven Welt von Kumandra, die seit 500 Jahren oder so im tiefen Krieg Clinch miteinander ist, weil die Drachen verschwunden sind. Warum, weiß keiner so genau. Es ist nur noch das eine große Drachenjuwel übrig, das in dem Land Herz von dem Stamm, der von Rayas Vater geführt wird, bewacht wird. Eines Tages geschieht dann die Katastrophe. Alle Länder kommen zusammen, der Kristall zerbricht, jeder schnappt sich ein Stück und die Scheiße ist am Dampfen. Ein paar Jahre später, als Raya dann herangewachsen ist zu einer großen Kriegerin, macht sie sich auf die Suche, den letzten Drachen zu finden und findet ihn. Die Drachen-Lady. Ich finde, das ist ein guter Punkt bis zum Drachen. Ja, okay. Drachen Lady Siso, die etwas anders ist, als sie erwartet hat. Und gemeinsam sammeln die beiden dann ihre Informationen zusammen und machen sich auf die Welt zu retten. Das, glaube ich, reicht so als Plot-Synopsis, damit ihr einen guten Start habt. Darf ich kurz was anmerken? Hau raus. In der Vorgeschichte, die, wie es für einen Disney-Film übrig ist, ja mit. So noch mit extra, mit einem anderen Zeichenstil, weißt du, da wird dann so ein anderer Artstil benutzt und so weiter. Die Vorgeschichte, die da erzählt wird, das reicht allein schon für zwei Prequels. Und ich frage mich, ob das Absicht ist, ob da irgendwie, da könnte noch so viel kommen. Da kommt bestimmt keine Serie, nein, Disney Plus braucht das nicht. Das dachte ich schon beim Gucken, so, dass ich, oh, das ist aber, da sind irgendwie zwei Geschichten noch drin, die irgendwie noch extra erzählt werden können. Aber ja. Kann man denen schon überdacht erstellen, dass sie schon eine gewisse Lore vorbereitet haben, weil so Lores im Riesen-Franchises aufbauen ist ja sowieso gerade nach wie vor in mit Marvel und so weiter. Ja, es war gar nicht so leicht für mich, Raya zu bewerten als Film, denn ich habe nach wie vor eine Schwäche für Disney. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, den Film zu sehen und ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich finde, der Film sieht phänomenal aus an vielen Stellen. Die Landschaft vor allem. Die Landschaft fand ich sah besser aus als die Charaktere, was aber mehr mit Charakterdesign zu tun hatte. Aber es ist echt nicht leicht für mich, den Film an sich zu bewerten, weil er hat seine Elemente, die gut sind, aber er hat so viele Elemente, die ihn auch daran hindern, halt wirklich was Besseres zu sein. So, ich glaube, die Nummer eins Sache, die ich anbringen würde, ist, dass der Film sich sehr davor scheut, Konsequenzen wirklich durchzuziehen. So, ohne jetzt zu viel zu verraten, ein wichtiger Charakter geht von dannen in einer Form in diesem Film relativ früh als Motivation für einen anderen Charakter. Und es, ja, ich sag's mal so, Mufasa ist es nicht. Es ist nicht die Form von Mufasa. Nee, ich würde sagen, in einer Form, von der man ausgehen könnte, ah, okay. Das wird noch später repariert. Der kommt wieder. Ja, ja, ja. Ja. Es ist genau das, was sich Disney nicht mehr traut. König der Löwen war für Kinder damals so, what? Und das traut man sich hier gar nicht. Optisch ist er brillant, da gebe ich dir recht. Das ist wirklich toll, dass die Charaktere so nicht aussehen. Die wären sonst zu real wahrscheinlich. Die haben das mit Absicht auf Comic, das ist klar. Das ist ja Disney. Klar. Das war mehr Geschmackssache von mir. Ich finde, optisch, als er anfing, dachte ich, wow, es beginnt gleich mit so einer Szene, da habe ich an Star Wars denken müssen, an hier Rey,
wenn sie da mit ihrem Gefährt erstmal hält, ja. durch die öde Landschaft fährt, was dann ja auch... Das ist gar kein Druide. Das ist gar kein Druide. Es ist ein Haustier, das sie als Kind hat, was eine Mischung aus Teddybär und Armadillo Raupen, und Teddy, würde ich sagen. Ja, was auch immer ist und was nachher ausgewachsen ist und was natürlich der Comic Relief ist, was immer wieder so süß ist. Das ist auch ganz nett, auch wenn es nicht weiter erklärt, wo das herkommt. Aber die Geschichte... geht genau so voran, wie man es sich genau. Also man kann immer gleich sagen, es wird jetzt das passieren. Es ist das Baukastenprinzip von Disney, was hier vollzogen wird. Was nicht schlimm ist. Disney-Filme sind so und für Kinder aber ist das auch so. Fehlt so die Prise Risiko, die also, gute Disney-Filme eigentlich auch machen. Was anders ist, es gibt keinen Gesang. Das stimmt, das war kein Musical. Nicht ein einziges Lied, während du bei Eiskönigin sofort nach dem Vorspann la, 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 ist hier nischt. Das war interessant. Die Schwäche ist der Drache. Die größte Schwäche ist für mich der Drache. Denn normalerweise ist eben diese besagte Figur lustig. Wir haben bei Aladdin den Flaschengeister, der von Robin Williams gesprochen wird. Wir haben den Eddie Murphy Drachen / Otto bei Mulan. Wir haben hier den Drachen, der von Awkwafina gesprochen wird und nicht lustig ist, der mir eigentlich nur auf den Sack ging. Das Vieh war nur nervig und Hot Take, ich mochte sie. Ich nicht. Ich habe aber schon mitgekriegt, also dass viele sie nicht mögen. Ich mochte sie ab da, wo sie ihre... Sie wechselt ja die Gestalt, das kann man, glaube ich, kurz spoilern, weil das passiert auch relativ zügig. Ja. Und da nervt sie nicht so. Als Drache hat sie mich wesentlich mehr genervt. Dann, es wird mit dem Niedlichkeitsfaktor auch übertrieben. Das komische Haustier reicht ja nicht. Wir brauchen noch drei kleine Affen und ein gerissenes Baby. Warum dieses Baby so intelligent ist und diese drei Affen mit ihm arbeiten? Das ja, mit dem, das hat man locker weg. Das wird überhaupt nicht, das gibt aber gar keinen Sinn. Und ein bisschen creepy ist es auch, also muss ich sagen. Also Disney versucht nirgendwo anzuecken mit diesem Film. Es gibt natürlich, dass es keinen weißen Charakter gibt, ist klar, weil es ja in China spielt, aber es gibt eigentlich nur weibliche starke Charaktere. Es gibt nicht, die Männer sind alle nur eigentlich Beiwerk. Da würde ich widersprechen. In der Gruppe gab es noch den Jungen. Der Junge, der war auch so. Ich mochte den Jungen, der war lustig. Es war mir alles irgendwie zu Baukasten. Aber optisch fand ich ihn toll. Da würde ich auch noch sagen, verschenktes Potenzial. Weil ich persönlich mochte die Gruppendynamik durchaus. Aber da konnte der Film auch nicht so wirklich für sich entscheiden, was er jetzt sein wollte. Weil es bildet sich eine kleine Gruppe im Laufe des Films. Und ich weiß noch, dass ich zu Lars noch irgendwie meinte, so die Gruppe irgendwie noch besser aufgebaut. So, das hätte den Film gestärkt. Ja, die haben alle keinen Background. Zu wenig, ja. Von der Idee fand ich alle Charaktere der Gruppe, bis auf das scheiß Baby, sympathisch. Also. Ja, sicherlich. Aber die haben einfach nichts, sie sind einfach nur da. So. Und ich fand auch hat mich teilweise die Sprache genervt. So, weil in einem Disney-Film mag es modern sein, aber so Sprüche im Mittelalter wie, ey, Bling ist voll mein Ding. Oh, das war aber auch cringe. Da dachte ich so, ey, echt jetzt? Nur für das RTL-2-Publikum? Stimmt, das ist so ein Spruch, den man beim Meeting lieber sagt, wäre es nicht witzig, wenn sie jetzt sagt, Bling ist voll mein Ding. Nein, wäre es nicht. Und dann sagen alle nein. Und ich glaube, da an der Stelle habe ich so nur so, So, das ist so, das mochte ich nicht. Die Gruppendynamik fand ich auch eigentlich interessant. Da dachte ich noch so, das wäre gut eigentlich als Serie, so wie in, keine Ahnung, eine Serie, an die offenbar die meisten denken, wenn sie an den Film denken, Avatar. Da gab es ja auch die größten Vergleiche im Internet generell damit, dass Disney wohl das ein oder andere Mal auf Avatar geschielt hat und zumindest eine Blaupause. Also ich sehe die Ähnlichkeit, definitiv. Also das ist definitiv da. Kein Widerspruch meinerseits. Und würde sogar so weit gehen zu sagen, so als Serie hätte das vielleicht besser funktioniert. Also das könnte man, dann hätten wir auch das Problem nicht, dass das so wie eine gehetzte Reise ist. Der Film ist für einen Disney-Film schon verhältnismäßig lang. Aber trotzdem natürlich ist das so, durch einfach mal eben schnell durch 5 Erdteile hetzen und so weiter. Das ist gar nicht so. Und zwischendurch noch Charakterbeziehungen untereinander aufbauen, dafür ist das einfach zu wenig. Halt auch Potenzial hätte auch halt die Beziehung von Raya und ihrer Antagonistin theoretisch geboten. Aber es ist alles nicht ausgereift. Das geht auch viel zu schnell. Das so kann man sagen. Ambitionen sind da. Es gibt auch keinen wirklich starken Bösewicht. Mal abgesehen von dem Leuchteblob. So. Der leuchtet ja nicht. Ist ja wie eine Star Trek-Episode, einfach schwarzer Nebel. Ja, so, das ist auch so. Also ich hätte
so wirklich irgendwas Schlechtes, wo ich sage, jetzt definitiv, oh nein. Ja, wenn man Disney mag, wird man seine Unterhaltung kriegen. Aber es ist so einer der Disney-Filme, denkt, das könnte besser sein. Ich glaube, das ist ein Film, da wird sich keiner ärgern, wenn er ihn sieht, aber den wird jeder in 2 Jahren vergessen haben. Also du wirst dann irgendwann auch sagen, ach ja, den gab es ja auch. Da wird keiner sagen, oh, Raya, den musst du gucken. Stimmt. Das ist... Der Soundtrack fiel mir positiv noch auf. Also den habe ich dann auch auf Spotify noch gezielt rausgesucht und gehört. Also dafür ein kleines Lob noch. Aber ja, könnte besser sein. Immerhin, der Film ist zum größten Teil im Homeoffice entstanden. Das muss man ihnen zugute halten. Man kann jetzt, also die mussten tatsächlich den größten Teil von zu Hause machen. Wegen Corona. Ne? Ein bitterer Applaus. Ja, Respekt. Respekt. Für Homeoffice gut. Okay, gut. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.